Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Reaction. Es ist mal wieder soweit. Wir sind wieder mal bei Liebherr direkt. Da waren wir ja schon ein, zwei, dreimal, glaube ich. Und zwar heute geht es um den Liebherr LR1500 Crawler Crane, also ein Raupenkran. Das werden wir das schön zusammen noch reinziehen. Das ist mein letztes Video für heute, was ich aufnehme, weil danach ist bestimmt 16 Uhr und dann werde ich Essen bestellen. Da kommt schon mal das. Der Oberwagen oder das Sashi. Ne, wie heißt es? Ist es überhaupt. Sashi. Keine Ahnung, wie heißt das, Alter? Sashi. Oder? Sashi. Ein LKW-Sashi. Auf jeden Fall ist es ein Deeper-Kettengran. Und jetzt wird hier wahrscheinlich gestoppt, bis der aufgebaut ist, oder was? Da kommt einmal ja der Oberwagen oder das Hauptding. Ich weiß nicht, wie man das am besten nennt. Guck mal, der stützt sich einfach ab mit so kleinen Stützen. Und dann kann der LKW den schon abladen. Das ist schon mal richtig geil. Dann brauchst du dafür schon mal keinen zweiten Kran. Ich bin gespannt, ob man überhaupt einen zweiten Kran braucht. Oder inwiefern der sich selbst aufbauen kann. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass man einen zweiten Kran braucht, um die Kettenelemente abzuladen und an Position zu bringen. Aber selbst da bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, okay, du brauchst einen zweiten Kran. Okay, hat sich erledigt. Aber auch ein fetter Kettenkran, der da kommt. Hätte ja sein können, dass der sich selbst aufbauen kann. Wobei, ja, macht Sinn. Der hat ja hier weder irgendwie... der hat ja hier an sich nichts. Jetzt haben wir hier schon mal dieses Gegenzugding. Oder wie, ich weiß nicht genau, wie nennt man das. Aber kann der sich jetzt damit selbst aufbauen? Also du brauchst... Oha! Ah, der lässt sich sogar fernsteuern. Das ist auch geil. Aber das ist geil. Also der kann... Du brauchst zwar einen Kran. An zweiten für dieses hintere Auslegeding. Wo dann der Hauptarm dranhängt sozusagen oder mit dranhängt. Und aber geiles Ding, Kettendumper. Aber wenn das dann dran ist, dann passt es. Dann kann der sich selbst aufbauen oder was? Weil der schraubt jetzt die Kette da selbst dran. Und ich weiß nicht, je nachdem wie schwer das ist, brauchst du ja da auch keinen großen zweiten Kran zum Aufbauen. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay, jetzt brauchst du doch wieder einen zweiten Kran. Scheiße. Ja, okay, ich nehme alles zurück. Alter, weil hier die massiven schönen Heckgewichte. Genau, jetzt klappt das Ding ein. Ah, das sind schon... Nee, das sind nicht die Hecke, also nicht die Gegengewichte, oder? Alter, was ist das für ein riesiger Kettenkran, der dann zusätzlich... Der sieht massiv aus. Weil das ist ja mit Gittermast. Genau, jetzt wird hier die... Was ist das? Weil das Ding zeigt ja nach hinten und da hängt ja dann das Gegengewicht dran. Und dann dieser Gittermast, der hängt dann vorne dran. Oder? Bin ich jetzt falsch? So, also kenn's ich von Bildern. Schauen wir mal. Jetzt kriegt er hier nochmal irgendwelche Ballaste. Der muss halt mies aufballastiert werden. Nee, okay. Da hängen die Gewichte nicht dran. Die sind da irgendwie extra, okay. Wir sind jetzt bei das 4 Minuten oder 4 Stunden? Um Mittag, Alter. Smart, strong and compact. Jetzt kommt der Gittermast, Alter. Was schätzt der, wie lang der wird? Ein Teil. Komm, weiter geht's. Schon die Spitze? Genau, Alter, lüg nicht. Den haben die richtig klein. Alter. Der wird zwar mies viel heben können,
Aber der hat halt keine Länge, wisst ihr, was ich meine? Da der kaum Ausladung hat, kann der wahrscheinlich echt verdammt viel heben. Aber du kommst dann nicht hoch. Aber kommt dann auch immer vom Einsatzort drauf an. Brauche ich die Länge überhaupt? Oder brauche ich eher Hubkraft? Na. Ja, aber ja, so ungefähr habe ich es gemeint. Mit hinten dran hängen. Mit dem. Ja, nur, ich kenne es halt noch so, dass die Gewichte da noch mit dran hängen. So ähnlich wie bei dem hier. Wobei das. Nee, da hängt ja auch. Oder ist das gar nicht bei Liebherr? Macht das Liebherr gar nicht? Vielleicht habe ich auch gerade diese Scheiße. Das kann natürlich auch sein. 6 Stunden. Oder 6 Minuten oder was. Und jetzt kriegt er noch einen Arm. Hey, jetzt check ich's gerade nicht mehr. Oder ist der erste Arm nur der Arm, um den langen Arm anzuheben? Schaut so aus, ne? Alter, das ist krass jetzt. Mal gucken, wie hoch der jetzt wird. Aber das sieht tatsächlich auch noch nicht so hoch aus. Mal schauen, kann mir auch gut vorstellen, dass da noch ein dritter Arm kommt. Aber der hat jetzt von generell nicht so ausgeschaut, als bräuchte der so viele Arme. Aber der ist auch nicht so hoch. Ah, das ist ein. Ja, da kommt ja die Flasche ran. Ja, guck mal, mit zwei Haken, das ist auch krank. Da kannst du die Scheiße halt dann wirklich lange Sachen aufstellen. 11 Minuten hat es jetzt gedauert. Oder 11 Stunden. Jetzt kommen die Gewichte, die hinten dran hängen. Also hatte ich doch recht, oder? Oder, warte mal, bevor ich jetzt irgendwas sage. Oder hängt er die vorne als Show dran? Ne, die hängen hinten schon. Und die hängen vorne. 500 Tonnen. Und zwei Leute passen da rein. Aber war es das jetzt schon oder kommt da noch mehr? Was bauen die jetzt noch zusammen, Alter? Kriegt der jetzt hier noch Räder oder was, damit die auch noch rumfahren können mit dem Ding oder wie schaut es jetzt aus? Das Zeug ist schon krank, Alter, was es da mittlerweile gibt. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Nochmal zusätzliches Heckgewicht oder was? Was er nochmal zusätzlich mit rumfahren kann. Aber das bringt doch nichts, weil das steht ja am Boden. Oder? Weil, ich check's jetzt gerade gar nicht, ne? Aber was bringt denn jetzt das Hecke? Oder hä? Ich bin jetzt gerade mies überfordert, weil der hat jetzt hier zusätzliches Heckgewicht, was hinten mitfährt. Aber das bringt ja an sich nichts, weil ja das Gewicht auf den Boden drückt über die Räder. Oder hängt das hinten dran und die Räder sind nur dafür, unterstützen das nur? Alter, gibt es in den verschiedenen Dingern, Alter. From A wide a little. Was stand da? Keine Ahnung. Ich finde solche Kettengräne oder ja, finde ich schon echt geil, Alter. Die sehen richtig, ich finde die geil, Alter. Jetzt wird er noch mal richtig lang gemacht mit richtig Höhe. Wow. Jetzt kommt er noch mal ein Stück dran. Aber ohne Scheiß, die finde ich so geil, die sehen richtig fett aus, Alter. Guck mal, zack, und noch einen und noch einen. Ich finde auch den, der da rumfährt und den aufbaut, voll geil.
Auch alles nur mit Splinte und Bolzen gemacht, ne? Jetzt wieder Mittag oder was? Jawohl, jetzt baut er sich hier auf, ey. Das ist schon krank hoch jetzt. Und was da für Lasten da dran. Also allein wie viel das Ding selbst wiegt. Und dann hebt das Ding ja selber noch echt viel und echt hoch. Alter, schon krank. Fast doppelt so hoch, ne? Wie vorher. Mit dem Anbau. Jetzt kommst du richtig auf Höhe. Das Ding hebt nicht nur hoch, sondern halt auch schwer. Das ist halt krank, finde ich. Weil hoch kommst du mit einem Flat-Top-Kran auch, aber der hebt halt nicht so viel, ne? Weil der hebt halt wirklich hoch und schwer. An dem Ding mal dranhängen, Alter. In so einem, weißt du, in so einer Box drin und dann mal bis hochfahren. Das ist halt auch. Boah, schon viel. Ja, wie hoch? Der ist schon hoch. Die haben jetzt zu dritt aufgebaut in 11 Minuten. Oder was war das? Das Ding kann halt fahren, ne? Das ist halt auch krank. Ein Flat-Top-Kran kann nicht fahren, der steht da. Aber das Ding ist. Das hebt schwer. Das hebt hoch und es kann fahren. Das ist halt krank von dem an den Dingern. Kran fahren ist halt. Ich würde es auch gern machen. Ich glaube, das. Es ist zwar. Es ist zwar. Na, du musst halt echt aufpassen und na, das ist sehr feingefühliges Zeug. Also wäre es eigentlich nichts für mich. Aber es ist schon geil, ey. Aber das war's auch schon mit dem Video. Also Kranfahren, ich finde es geil, Alter. Also Kranfahren ist geil. Es ist halt wirklich feinfühlig. Und aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen würde, wollen würde, so richtig als Beruf. Ich weiß es nicht. Kranfahren. Da ist der Bagger schon mir lieber als der Kran. Aber einfach mal wieder Kranfahren, das wäre schon geil, mal wieder. Naja. Ja, das war's mit der Reaction. Original Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Tschüss.